Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zusammen mit GOP ins Jahr 2000. Unter diesem Motto haben wir laufend interessante Aktionen, aber auch ein Gewinnspiel mit grosszügigen Preisen. Unterstützt von bekannten Markenartikelherstellern, einem Autoimporteur und einem Reisebüro verlosen wir zweimal im Monat ein wertvolles Auto oder eine unvergessliche Reise für zwei Personen. Als weitere Gewinn gibt es außerdem die beliebten Geschenkgutscheine, die man jedem GOP-Laden einlösen kann. Was man machen muss, um sich auch zu den glücklichen Gewinnen zählen zu können? Ganz einfach. Teilnehmerkarten in Ihrem GOP-Laden oder den Coupons der GOP-Zeitung durchlesen, ausfüllen und mit dem richtigen Lösungswort sofort einschicken. Alles andere machen wir bzw. unsere Glücksfee. Diese Woche ist der Start der vierten Runde gesponsert von den folgenden Marken: GOP Naturaplan Zopfmehl, Gaia Schoki R von Nestle, Elmex Dentalspülung und LC1 Vanillejoghurt. Und der Hauptpreis, eine Erlebnisreise nach Shanghai, wird auch das Mal offeriert von GOP Extra Reisen, einem Reisebüro mit den Top-Leistungen. Die Reise nach Shanghai mit Linienflug und Unterkunft im modernen Erstklasshotel an bester Lage können Sie aber auch buchen. Für weitere Fragen oder Reservationen hat GOP Extra Reisen einen Telefonservice eingerichtet. Rufen Sie einfach an. Die Telefone sind noch bis um 8:30 besetzt. Und nach diesen Reiseaussichten kochen Sie dann etwas Chinesisches, Armin? Normalerweise sehr gern. Heute gibt es aber ein Dessert mit Erdbeere, ein Zitronenköpfli an einer Erdbeersauce. Grüezi miteinander. Für Zitronenköpfli Eier und Zucker verrühren. Milch mit Zitronenschalen aufkochen und langsam zu den Eiern rühren. Dann kalt ausgespülte Förmli damit abfüllen. Jedes Förmli mit Alufolie zudecken, in die Mitte vom vorgeheizten Ofen stellen und gerade der Form ca. 2 cm mit Wasser auffüllen. Jetzt die Köpfli 30 bis 40 Minuten pochieren. Und ab und zu das verdampfte Wasser ergänzen. Ein paar schöne Erdbeere als Garnitur auf die Seite legen. Die übrigen grob verschneiden. Mit Zitronensaft, Puderzucker, wenig Orangenlikör und Honig pürieren. Dann die Soße kurz erwärmen, über Zitronenköpfli gießen und mit Pistazien und Erdbeere garnieren. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben: Eier, Zucker und Milch, Zitrone, Erdbeere, Puderzucker, Orangenlikör, Honig und Pistazien. Und nach dem Frühlingskuss aus der Studioküche machen wir jetzt einen Abstecher in Bau- und Hobbymärkte. Auch dort hat der Frühling Einzug gehalten. Der Winterdauer hat in den meisten Gärten den Rasen gelitten. Eine Auflockerung tut ihm darum gut. Das Moos wird auf natürliche Art entfernt und ohne Filz kann der Rasen wieder besser wachsen. Ein kräftiger Rasen braucht aber auch Nahrung. Jetzt ist die beste Zeit zum Düngen und schon bald ist der erste Schnitt fällig. Alles für die Rasenpflege und natürlich auch fachmännische Beratung gibt es jetzt, wie gesagt, im GOP Bau- und Hobbymarkt. Ein Garten ist aber nicht nur zum Arbeiten da. Der beste Beweis ist unser Prospekt, der diese Woche mit der Post verteilt wird und Sie über die bequemen Gartenmöbel aus wetterfesten Materialien aus dem Bau- und Hobbymarkt informiert. Man kann sünneln, bequem zurücklehnen und beim gemütlichen Zusammensitzen im Holzpavillon kommt schnell einmal Ferienstimmung auf. Und nach diesen verheißungsvollen Aussichten jetzt noch ein Blick auf die Aktionen dieser Woche. Ein Bund grüne Spargel aus USA kostet 6,50 Euro. Und das Fox Citron, 3 für 2 Flaschen, kommen Sie 3 Franken günstiger rüber. Mit der GoProfit-Karte gibt es einen Salami Alfredo zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Und mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend.